Vincenzo came back. Hey, what do you think, Vincenzo? Did you ever consider trying out for the trapeze? They're good at what they do, Mr. Fenris. I'll give you that. I got my balloon back, I got a princess for my puppet theater, and my pirate ship is sailing the bounding main. So you're a man of your word. Go ahead. Count it. It's all there. Need a hand with your stuff? My apparatuses are very delicate, and I don't like anyone in my workshop. You provide the audience, Mr. Fenris, and I will provide amazement. Mr. Fenris, why are you organizing this circus? I know who your investors are. I promised my wife and daughter I'd clean up my act. But if I don't pull in the crowds for you, those boys are gonna put you in the river. Without Cat and Didi, I wouldn't care much if they did. Ah. So those crowds better come. I didn't talk to him. I didn't talk to Vincenzo. Laden. Ja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Contrast. Ach ja, huch. Hey! Was? Drittakt, ein Auge zudrücken. Vincenzo is going to a secret workshop. I can finally talk to him all alone. But where is it? Wetten, da ist noch eine Leuchtkugel. Do you think he would ever take me with him? Oh, doch nicht. Vincenzo, you know, when he travels all around the world. Ich kann nicht rennen. Ah, jetzt. Sehr schöne 3D-Bewegung now von we ihr. Go this way. Excuse me, mister. Do you know where Mr. Vincenzo's workshop is? Yep. Everybody knows where it is. It's by the big clock tower. You can't miss it. But good luck getting inside. No one's ever been. Thank you. Come on! Halt erstmal gucken, ob wir was übersehen haben. Nein. Keine Ahnung, wo sie jetzt lang gelaufen ist. Sollen wir hier lang? Schade, das wäre ein gutes Versteck für eine Leuchtkugel gewesen. Hier hinten ist gar nichts, keine Musik, nichts. Erst ab hier vorne wieder. Das heißt, da hinten ist, ich sag mal, totes Level sozusagen. Da ist eine. Eine von vier in diesem Akt. Alle werden wir sowieso nie finden. Hä, wo ist die hin? Wäre ich doch besser mitgelaufen. Leuchtkugel 2. Yo, Zeitreise. Was haben wir hier? Maybe he should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family to make good. Johnny, if this is another train wreck, it's not just gonna be you and the train this time. I'm not gonna let it wreck this time. I promise. I've missed you so much. Verdammt! He's in pretty deep with some bad people, Dee Dee. Maybe he should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family to make good. Johnny, if this is another train wreck, it's not just gonna be you and the train. Yeah. Hehe.
Schade, da kommen wir nicht hoch. Da steht Didi. Der Leuchtkugel 4 wird wohl hier nicht sein. Oh no, we just missed him. This is a big mechanism. Vincenzo's amazing solar machine. Das sieht definitiv aus wie ein Planetarium. So kommt die Kugel hin. Huch. Ah, hier muss die Kugel rein. Da hoch. Hat irgendwas hier mit dem Orchester hier zu tun? Aber wie? Schade, das geht nicht. Wenn ich nicht hier irgendwie... Ich lasse den nochmal hier liegen. Okay, aber mit der Kugel können wir das natürlich nicht machen. Oder? Nee, wäre auch zu einfach. Wäre auch zu einfach gewesen dann. Feuer. Also.
Man müsste irgendwie die Kugel da hochbekommen. Da sehe ich eine Möglichkeit. Vielleicht klappt's so. So, müsste es eigentlich klappen, damit die Erde da oder was das ist, dürfte das Ding nicht hochheben. Vielleicht jetzt? Nein. Vielleicht mit Hilfe von dem Saturn. Vielleicht jetzt. Das rollt wieder runter. Verdammt! Irgendwie muss das klappen. Ich weiß noch nicht wie. Oh, warum ist die Kugel denn jetzt schon wieder draußen? Boah, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Gut, wir haben da die Riesenkugel halt, aber die bringt uns nicht viel. Höchstens der Saturn da, der mit dem Kreis. Ich wüsste nicht wie. Ich glaube, ich habe eine Idee, aber ich bin natürlich nicht sicher, wie immer. So, dann gucken wir mal in der nächsten Folge, ob wir das dann irgendwie gebacken bekommen.
Hey ho und willkommen zurück nach diesem Video auf der Endcard. Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für Prophet LP, also für mich. Du kannst jetzt auf meinen YouTube-Channel gehen und dir weitere Videos angucken oder mir auf Twitter schreiben, Kritik und so ein ganzer Bullshit. Oder auf Facebook will ich natürlich auch vertreten. Was jetzt hier nicht eingeblendet ist, ist Google Plus, aber der Link ist unten und Skype auch. Schau mal vorbei, ich freue mich über deinen Kommentar, Abo oder sonst irgendwas. Würde mich freuen und würde auch meinem Kanal helfen, wenn du und auch andere Leute meine Videos weiterhin sehen wollen. Und ja, vielleicht überlege ich auch mal irgendwie mal Livestream zu machen. Oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Gut, stay tuned und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn du dabei bist.